Servus miteinander, wir sind heute auf der Würzburger Genussmachermesse. Wir zeigen euch heute ein paar Trends und Highlights aus der lokalen Küche. Los geht's! Könnten Sie Ihre Produkte so in einem Satz beschreiben? Sind im Prinzip handwerklich fast schon manufakturierte Produkte, die wir versuchen in höchster Qualität auf den Teller zu bringen. Okay, wir versuchen Leute wieder zusammen zum Essen zu bringen. Gemacht mit Liebe und viel Herz. Fantastisch leckeres Bier, das so ein bisschen anders schmeckt, als man das vielleicht von der normalen Bierpalette gewohnt ist. Punkt. Ihnen das Handwerkliche in der Herstellung irgendwie wichtig, oder? Wir machen, soweit wir können, alles selbst. Das heißt, das Eis wird selbst gemacht. Wir benutzen Milch von einer regionalen Molkerei. Ja, das fängt an beim einfachen Soßen- und Suppenansatz, wo wir quasi alles selbst herstellen und alles selbst zubereiten. Ich glaube, ein ehrliches Handwerk ist wichtig für alle. Wo sehen Sie denn den kulinarischen Trend zurzeit hinlaufen? Ich denke dahin, wo es lecker schmeckt auf jeden Fall, sonst wären die Leute schön blöd. Ich denke einfach so ein bisschen hin zur Transparenz, zur Nachhaltigkeit. Sehe ich definitiv zur Regionalität hin. Können Sie Ihr Messeerlebnis in drei Worten beschreiben? Lecker. Lecker und gut. Lecker und gut? Schön. Lecker, gut und schön. Wunderschön, herrlich und genussreich. Bier, Wein, gute Laune. So, der Tag ist rum, der Magen ist voll. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Trend auf jeden Fall wieder in Richtung traditionelles Handwerk und regionale Produkte geht. Ja, also wir haben jede Menge gesehen. Über Burger, Bier und Schnaps gibt es hier alles Mögliche. Und wir durften auch jede Menge Sachen probieren. Und es gibt echt leckere Sachen, auch für Studenten. Das war's. Tschüss. Tschüssi.